Servus, ich bin der Josef. Und ich bin der Stefan. Wir sagen euch eins, was wir im Wasserspiel erlebt haben. Das Wasserspiegel ist ein großer Wasserspeicher und wenn du daheim den Wasserhahn aufdrehst, dann kriegst du genau von da das Wasser hin. Ja, also viele Leute in der Stadt Salzburg, nicht alle jetzt. Ich habe es sehr erstaunlich gefunden, den Hochbehälter, dass da 25.000 Kubikmeter Wasser reinpassen und das Wasserbehälter, dass sich so arg spiegelt. Also so arg spiegelt das Wasser habe ich in meinem Leben nicht. Sonst ist es meistens immer so verschwommen, aber da war alles glatt. Wenn man erstmal reinschaut, denkt man, da waren lauter Pools, solche Abteilungen. Und das ist aber eigentlich die Decken, was sich im Wasser spiegelt. Das Wasser bleibt da immer sauber in dem Hochbehälter, weil es da kalt und es bleibt immer in Bewegung ist. Wenn man da reingeht, kann man nicht nur alles anschauen, sondern man kann auch manche Sachen ausprobieren. Und was ich voll arg finde, ist, dass das ganze Museum früher die Röhren, der Wasserspeicher war. Wenn man zu dem Museum geht, kann man sehen, wie unter uns das alles, die Röhren und alles ausschaut, wo das Wasser durchfließt oder das Gas. Alles, was wir normalerweise nicht sehen, wenn wir auf der Straße mit dem Radl, mit dem Auto oder zu Fuß gehen.